Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es, wie versprochen, am Sonntagsvideo gesagt, um die Black Friday Deals and Steals. Los geht's. So Leute, wie im Sonntagsvideo versprochen, habe ich für euch die besten Deals und Steals für heute rausgesucht. Wie gesagt, am Freitag wird nochmal so ein kleines Update in meiner Instagram-Story kommen. Wenn nochmal so der ein oder andere mega krasse Schnapper dabei ist, richtig coole Pieces, da gehe ich dann mehr auf die einzelnen Sachen drauf ein. In heutigen Video habe ich euch die besten Shops rausgesucht und ich zeige euch im Shop, in den Shops auch genau, was ich empfehlen würde und welche Sachen ich, welche Shops ich abchecken würde. Jetzt nochmal kurzes Vorwort vorweg. Ich würde euch empfehlen, den Black Friday eine kleine Liste zu erstellen. Was möchtet ihr machen? Macht keine Bauchentscheidung, macht keine so, hey, ich kaufe mir das jetzt, weil das wirklich günstiger ist. Das ist eigentlich quasi der falsche Angehenspunkt. Ihr könnt am Black Friday ideal eure Weihnachtseinkäufe machen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice, denn da könnt ihr wirklich Geld sparen, wohingegen ihr zur Weihnachtszeit dann wieder Sachen für ein bisschen mehr Geld kaufen müsstet, für eure Liebsten, Familie, Freunde etc., je nachdem, wen ihr beschenkt. Wenn es aber jetzt darum geht, ihr wollt für euch selber was shoppen, dann macht euch eine kleine Liste und guckt euch genau raus, was ihr haben möchtet. Macht, wie gesagt, keine Bauchentscheidungen, ihr kauft Sachen, die ihr im Endeffekt im Nachhinein vielleicht bereut, weil ihr denkt, oh, ich krieg nochmal die extra 20% Rabatt. Wirklich, ich würde mir an eurer Stelle eine Liste machen, wo ihr genau abcheckt, was sucht ihr, wo kriege ich das etc. und dann an dem Tag zuschlagt. Es gibt über die ganze Woche verteilt verschiedenste Deals, Cyber Week, Cyber Weekend und was nicht alles, Black Week oder wie die Shops das alle nennen. Also fast jeder Online-Shop wird auf jeden Fall was zum Black Friday am Start haben oder auch im Vorfeld jetzt schon. Und da könnt ihr auf jeden Fall den ein oder anderen Euro sparen und vielleicht auch mal das eine oder andere Piece euch kaufen, was euch vielleicht so im normalen, was vielleicht euch so im normalen Jahr einfach zu teuer ist. Deswegen, wie gesagt, die höchste Empfehlung, die größte Empfehlung ist einfach eine kleine Liste und guckt euch genau an, was ihr haben möchtet. So, das nochmal vorweg. So, jetzt gehen wir auf die Shops rein, die ich prinzipiell rausgesucht habe und ich habe das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. In erster Hinsicht zeige ich euch Premium-Shops, weil ihr da Pieces euch wirklich günstiger shoppen könnt, die ja ansonsten wirklich übers Jahr gesehen teurer sind, viel teurer, und da könnt ihr auf jeden Fall den einen oder anderen Schnapper auf jeden Fall machen. So Leute, fangen wir an mit meinem wirklich Favorite-Shop, den ich euch am allermeisten empfehlen würde. Kein Farfetch, kein Essence, kein Endclosing wird da oder Luisa Via Roma etc. jemals rankommen. Italist ist wirklich der Shop, wo ihr Designersachen meiner Meinung nach am günstigsten shoppen könnt. Der ist auf jeden Fall auch gut unter dem Radar. Nicht viele gucken bei Italist, ist nicht so ganz so bekannt und die machen auch nicht wirklich ganz viel Werbung oder Tamtam drumherum. Aber ich kann nur sagen, 100% legit der Shop und ihr könnt da echt das ein oder andere Designer-Piece bekommen, was ihr normalerweise nicht bekommen würdet. Ich habe euch mal beispielsweise einfach mal zwei Sachen rausgesucht. Wie gesagt, nur als Beispiel ist natürlich die Frage, wie sieht euer Budget aus, was sucht ihr? Aber jetzt, wenn ihr zum Beispiel so eine Saint Laurent Teddy in Anführungsstrichen Bomberjacke sucht, die normalerweise 2200 Euro kosten würde oder 2100 Euro in dem Fall hier, ist die einfach reduziert und das ist die aktuelle Ware auf 1380 Euro. Nur so zur Relation. Also hier kriegt ihr wirklich Sachen, die ihr normalerweise nicht bekommt. Ihr werdet diesen Rabatt niemals auf Saint Laurent oder sonstigen Seiten bekommen. Hier zum Beispiel gibt es sowas. Oder wenn wir jetzt hier einfach mal sehen, reingucken, das ist die Kategorie, die jetzt schon drin ist. Und man hat hier wirklich fast 60.000 Artikel drin. Und wenn wir hier die Designer mal durchgehen, wir haben ja alles möglich drin. Acne Studios, Adidas, alles möglich, wirklich. Die Liste ist endlang, von Balenciaga bis Balmain, bis Dior, bis, habt ihr nicht gesehen, alles mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, bekommt ihr hier Designersachen. Ausgenommen Chanel, Louis Vuitton. Ansonsten kriegt ihr eigentlich hier, meiner Meinung nach, alles. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel jetzt hier auch ein Piece angucken, was nicht so teuer ist, also in Anführungsstrichen, was noch für den normalen Bürger ist und der nicht so viel Geld ausgeben will, dann gehen wir hier einfach mal auf The North Face, ist wahrscheinlich unter TH, The North Face. Das Ganze klammere ich mal aus und dann seht ihr hier zum Beispiel alle möglichen Sachen, unter anderem auch
Daunenjacken etc., die normalerweise wesentlich mehr kosten, wirklich super krass reduziert. Hier könnt ihr wirklich zuschlagen. Nur als Beispiel, guckt natürlich genau, was ihr braucht, aber wirklich eine dicke, dicke Empfehlung ist einfach Italist. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen, dann sehen wir zum Beispiel die Nöpset-Jacke, diese bekannte Jacke, kriegt ihr auch hier reduziert. Die werdet ihr wahrscheinlich nirgendwo anders reduziert bekommen, beziehungsweise teilweise ist die halt auch einfach ausverkauft. Guckt euch das an. Wie gesagt, macht euch eine Liste, guckt euch genau an, was ihr sucht und hier zum Beispiel auch wieder in einer anderen Colorway. Und das Ganze zieht sich wirklich über fast 60.000 Artikel. Allein schon für die ein oder andere Marke sind es jetzt hier 230 Artikel, wenn ich jetzt eine North Face wieder rausnehme. Und ich gehe mal beispielsweise einfach nur auf Balenciaga. Ja. Balenciaga. Haben wir hier 500 Artikel. Und ihr kriegt hier auch wirklich allen Scheiß. Von Boots bis Jacken, Hoodies, alles Mögliche, was ihr vorstellen könnt an Designer-Sachen, findet ihr auf dieser Seite. Und wie gesagt, ist wirklich meine größte Empfehlung. Italist ist ein Shop, der nicht weiter von vielen Leuten genutzt wird. Und den würde ich echt wirklich empfehlen. So, natürlich habe ich euch auch noch andere Shops rausgesucht. Und das nur als kleine Info mal vorweg. Bei Endclothing findet ihr aktuell eine Black Friday Liste. Da sind Sachen einfach nur von denen ausgewählt worden, die vergünstigt sind. Ihr seht jetzt hier nicht den Ersparnis oder sonstiges, aber auch hier findet ihr coole Sachen und zwar zwischendurch auch andere Sachen, die ihr auch einfach mal cool verschenken könntet zu Weihnachten etc. Ob es jetzt Mützen oder Kerzen oder sonstiges, es gibt ja wirklich die verschiedensten Weihnachts-Goodies, die ihr gut an eure Freunde und Familie weitergeben könntet. Die haben da immer nur eine coole Auswahl, finde ich persönlich, mit drin, wo ihr, oder wenn es die bekannten Socken sein sollen, findet ihr zum Beispiel sowas auch hier. Aber auch hier sind wirklich reichlich Artikel drin, auch fast 30.000 Artikel, wo ihr einfach mal reinschauen könnt. Und wie gesagt, den einen oder anderen Schnapper entweder für euch selber oder für Weihnachten auf jeden Fall machen könnt. Kommen wir zum nächsten Shop. Und der nächste Shop ist eigentlich so, ja, auch so ein bisschen mit der Designer-Shop, wo ich am meisten gucke, und das ist auf jeden Fall Essence. Bei Essence habt ihr auch eine vorgefertigte Liste aktuell. Es kann sein, und ich weiß es nicht genau, dass am Black Friday nochmal dementsprechend was angepasst wird oder nochmal Sachen reingepackt werden, aber vorweg findet ihr auch hier jetzt schon coole Sachen, gut reduziert. Da müsst ihr natürlich entweder genau nach spezifischen Artikeln suchen oder halt dementsprechend einfach stöbern. Stöbern. Das ist das Gute an diesen Black Friday bzw. Cyber Weeks etc. Ihr könnt vorweg einfach schon mal durchstöbern. Und auch sowas hier zum Beispiel. Ein schöner Schal zu Weihnachten etc. kann man echt gut verschenken. Falls ihr darauf Bock habt, so ein kleines so eine kleine Weihnachtsliste, was ich euch empfehlen würde, was ihr verschenken könnt, was coole Artikel sind, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Dann suche ich sowas einfach für euch mal raus. Coole Weihnachtsgeschenke ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Nicht jedermanns Sache, sowas immer rauszusuchen. Manche sind da echt ideenlos und ich könnte das für euch raussuchen, aber wie gesagt, ich müsste wissen, ob ihr daran Interesse habt, dann würde ich euch sowas einfach mal raussuchen. Essence, wie gesagt, könnt ihr auch gerne gucken, ist auch ein sehr, sehr geiler Shop, würde ich wirklich jedem empfehlen. Sehr coole Geschichte. Das hier ist Forward, ist auch ein sehr, sehr cooler Shop, ist nicht ganz so bekannt auf dem europäischen Markt, da kriegt ihr auch mal das ein oder andere coole Piece. Wie gesagt, wenn ihr sowas sucht, durchstöbert das oder grenzt die ganze Geschichte einfach ein. Auch die hier werden zum Black Friday, der Forward Shop ist echt ein guter Shop, nochmal coole Sachen rausballern. Da könnt ihr echt gute Sachen shoppen. So, nächster Shop, den ich euch natürlich empfehlen würde, ist auf jeden Fall Luisa Via Roma. Die haben bis zu 40%, also Luisa Via Roma, muss ich dazu sagen, hat fast dauerhaft 20% mit drin. Also wenn ihr im Prinzip reinguckt, könnt ihr auf, ich glaube, einen Artikel fast 20% sparen, ausgenommen immer die mit dem Sternchen. Das sind immer diese High-End-Designer-Sachen. Aber ich habe zum Beispiel bei Black Friday vor Jahren mal meine Saint Laurent Lederjacke, meine Wildlederjacke, die schwarze, habe ich damals bei Luisa Via Roma vergünstigt gekauft. Ich glaube sogar zum Black Friday. Ich muss sagen, ich habe mich da so ein bisschen
anstecken lassen. Ich habe das war quasi ein Kauf, den ich damals einfach getätigt habe. Ich wollte die Jacke natürlich haben, aber es war irgendwie nicht so, ja, muss ich jetzt unbedingt haben. Ich habe sie damals einfach für günstig gesehen, habe sie gekauft. Bräun tue ich es nicht, aber zum Beispiel auch ich, mich hat es damals erwischt, so eine Momententscheidung, die ich im Nachhinein sage, hey, das hätte nicht sein müssen, aber ich habe sie halt und trotzdem bin ich happy damit. Wie gesagt, Luisa Veroma könnt ihr gerne abchecken. Auch die haben nur, ich sag mal, aktuell bestimmte Artikel vergünstigt. Es kann sein, dass zum Black Friday auf jeden Fall nochmal der ein oder andere Artikel dazukommt, aber hier könnt ihr auch gut durchstöbern. Ist auch ein sehr, sehr geiler Shop. Natürlich auch ein sehr nicer Shop, wenn es nicht nur um Streetwear geht oder dieses Alternative oder ich sag mal diese überhipster Sachen, könnt ihr gerne auf Mr. Porter gucken. Die haben 30% auch auf Selected Items. Ist ein Shop eigentlich aus Amerika, aber die haben Ablage davon in UK sitzen. Das heißt, ihr kriegt das ganz normal geliefert, könnt das auch ganz normal retournieren. Würde ich auch jedem empfehlen. Die haben auch sehr nice Sachen. Natürlich wäre jetzt zum Beispiel hier der Balenciaga nicht so mein Fall, aber ihr könnt wirklich auch hier sehr, sehr nice Sachen finden. Auch da müsst ihr euch einfach Zeit nehmen und entweder noch was Spezielles gucken oder für euch einfach was raussuchen. So, dann ein Shop, den ich euch empfehlen würde, der, finde ich persönlich, mit auf dem deutschen Markt auf jeden Fall mit zu meinen Favorite Shops gehört, wenn es um Sachen, ja, normale Streetwear, deutscher Shop, hier ansässig etc., wo auch immer ganz coole Sneaker-Releases sind etc., den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, und zwar ist das der Beeston Store. Die haben jetzt hier vorweg quasi eine Seite eingerichtet, da kann man sich mit der E-Mail, Facebook oder Google Mail oder Google anmelden und man kann im Prinzip 30 Minuten früher shoppen am Black Friday. Ist eigentlich nicht schlecht, wie gesagt, auf jeden Fall kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin ich so darauf hinaus, die halbe Stunde früher, guckt ganz normal auf der Seite. Der Beeston Store kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und ist auch ein sehr, 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 sehr cooler Store. Natürlich findet ihr auch sehr gute Rabatte, und zwar hier auf Zalando. Da ist mehr so diese Standardsachen, auch da könnt ihr gut nach Geschenken gucken etc. Die haben auch eine endlose Auswahl. Hier steht nicht mal die, doch fast 60.000 Artikel auch im Sale, also 55.000, 53.000. Auch da könnt ihr ganz coole Sachen finden. Welcher Shop finde ich persönlich auch noch ganz nice, ist halt About You. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise einfach eine coole Jacke rausgesucht. Auch die haben im Prinzip für Black Friday eine eigene Kategorie. Hier zum Beispiel einfach eine coole College-Jacke von Marshall, Franklin Marshall, für 12% reduziert. Hört sich jetzt nicht so viel an, aber im Prinzip, ihr seht schon, 250 Euro normal, jetzt kostet die 220 Euro. 30 Euro einsparen, haben oder nicht haben. Wer hat das halt dementsprechend auf jeden Fall nicht gerne. Ansonsten, wie gesagt, ich werde euch unten in der Infobox verschiedenste Sachen verlinken bzw. reinpacken, die euch gerne alle nacheinander anschauen könnt. An Shops, wie gesagt, wird es auf jeden Fall nicht mangeln, denn fast jeder Online-Shop hat aktuell zu Black Friday oder dieses Cyber Week auf jeden Fall was am Start. Wie gesagt, macht euch eine Liste und guckt, dass ihr wirklich nur die Sachen kauft, die ihr im Prinzip braucht, beziehungsweise die ihr euch wünscht oder was zum Verschenken. Alles andere wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall unnötig, und das sind nur Dinge, die im Prinzip ja man so momentan einfach kauft und vielleicht oder das andere Geld einfach ausgibt, was man im Endeffekt gar nicht ausgeben wollen würde. Ich würde euch empfehlen, checkt die Links ab, und ich hoffe, euch hat das ganze kleine Video hier gefallen. Sind einfach nur so Empfehlungen, ein paar Premium-Shops habe ich reingepackt, ein paar Empfehlungen, wie ihr das Ganze zu Black Friday angehen solltet, und dann seid ihr auf jeden Fall gut gewappnet. Wie gesagt, ich werde am Black Friday in meiner Instagram-Story noch mal ein paar Sachen reinpacken, wenn ich ein paar coole Pieces sehe. Ich werde euch da jetzt nicht zuspammen oder so, aber wenn ich ein paar coole Pieces sehe, die sich auf jeden Fall lohnen anzuschauen, könnt ihr auch die gerne abchecken, meine Instagram-Story. Link findet ihr auch in der Infobox zu meinem Instagram. Und das würde ich zu Black Friday so angehen. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Peace, Leute.